This is our last chance. Any record of where Decker's uranium shipment went is here, in this refinery. Might be easy to find, only my objectives call for me to destroy this place as well, crippling the Iraqi nuclear program. I could use Hawk right about now. Okay. Das finde ich ja nicht so nett. Können wir hier durch? Natürlich nicht. Oh, haben wir wieder irgendwelche Leute weggeschossen? So, da oben ist einer. Können wir auch nichts machen? Schießen wir das kaputt? Sind wir jetzt im Kraftwerk drinne? Ich glaube schon, ne? Im Atomkraftwerk, wenn ich das richtig sehe. Okay, das ist auch einer von denen, den wir aus Versehen angeschossen haben. Ach, jetzt stell dich nicht so an, mein Freund. Wie kann man sich denn so anstellen? Ist doch nur ein MG. One of these must turn on the elevator. One down, I'll be Bingo. Uranium shipping record. One shipment dated 2 days ago to Hanover, Germany. Bingo. Elevator back online. Super. Der Lift geht wieder. Die müssen sich echt nicht so anstellen. Nur weil sie ein bisschen getroffen werden. Kann mal passieren, ne? Kann mal passieren. Hallo? Warum fliegt eigentlich immer irgendwas in die Luft? Wenn man irgendwo ein Rad dreht. Das kenne ich so auf jeden Fall nicht. Ist er runtergefallen? Hä, wo ist er denn hingefallen? Ist er einfach nur unten, ne? Ne, da ist er doch. Hat er sich einfach unten hingestellt und schießt aber auch nicht mehr zurück. Warum auch, ne? Ich meine, wir haben ihn runtergeschossen. Dachte er vielleicht, ist vorbei. So. Hier sind noch zwei Pfeifen, die nichts können. Das Ding geht nicht auf, natürlich. Okay, wir safen das natürlich nochmal hier. Ich glaube, bald ist das Spiel echt vorbei, ne? Ich meine, so viel gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Nervt man nicht. So. Ich glaube, wir sind gerade im Kreis gelaufen. Ja, hier waren wir auf jeden Fall schon. Da hinten fliegen ja immer noch Sachen auseinander. Hier waren wir auch eben, aber das war locked. Ich glaube, wenn wir hier runterspringen... Da ist ein Typ. Da ist auch ein Typ. Da war noch einer. Ja, warum sollte der auch da nicht stehen? Okay, wir versuchen das jetzt einfach. Ich save das und springe hier runter. Okay. Natürlich, im Atomkraftwerk laufen die immer mit Flammenwerfern rum. So kennt man das. Na gut, Jungs. Jetzt auch mal Feierabend hier. Hä? Hä, der hat uns gar nichts abgezogen. Ich glaube, es war ein Flammenwerfer. Sie hat uns nichts abgezogen. Hä? Irgendwo da ist einer. Ich sehe zwar keinen. Aber ist auch unwichtig, weil er macht sowieso nichts. Was ist das hier jetzt? Hä? Wir können an dem Zaun hochklettern? Okay.
Warum auch nicht? Ist klar, mein Freund. Ich check gerade gar nicht, wo wir sind. Oder wo es hier weitergeht. So, ich mein Leben können wir mitnehmen. Hier ist ein Rad. Fliegt wieder irgendwas in die Luft jetzt? Können wir das nochmal drehen? Okay, können wir nicht. Na doch, irgendwas fliegt immer in die Luft, ne? So kennt man das. Okay. Also das Ding ist jetzt kaputt. War das ein Reaktor oder was soll das gewesen sein? Schaden. Aber nicht ganz so viel, ne? Nicht ganz so viel. Dann haben wir schon wieder voll, ne? Wir sind auf jeden Fall hier ein krasser Massenmörder, ne? Wir haben bestimmt schon 50.000 Leute getötet. Alleine, in einem Alleingang natürlich. Aber gut, ist halt auch ein Söldner, ne? Vielleicht kann der sowas. So, ihm kann man einfach die Rüstung da oben wegschießen und den Kopf. Und dann ist er auch tot. Also auch der kann uns nichts mehr. Okay, ist alles locked. Ist natürlich auch locked. Da unten ist nichts. Hier können wir rein. Safen das Ganze natürlich. Hier war, glaube ich, der Lift. Hier ist das in die Luft geflogen. Aber es ist nichts passiert, ne? Es ist zwar das hier alles kaputt gegangen, aber es ist nicht irgendwie ein neuer... Oh, der Junge nervt doch nicht. Es ist nicht irgendwie ein neuer Weg entstanden, oder? Auf jeden Fall sehe ich hier keinen. Ich meine, hier waren wir auch schon 100 Mal, ne? Da ist wieder ein Typ mit einem Raketenwerfer. Also das Einzige, wo wir nicht waren, war hier, ne? Ist hier vielleicht auch irgendwas? Müssen wir es kaputt machen? Natürlich. Hier ist wieder ein Drehrad. Wer kennt es nicht? Ich weiß auch gar nicht, ist das ein Atomkraftwerk oder ist das hier einfach nur ein Ölkraftwerk oder Ölraffinerie? Wenn man hier reinschießt, dann kommt ja Öl raus oder was soll das sein? Keine Ahnung. Okay. Wir brauchen nicht mal die Mission lesen, ne? Weil da steht sowieso nicht viel drin, ne? So, diesmal nehmen wir hier die Gun mal, die Maschinenpistole, die Desert Eagle, kugelsichere Weste, Granaten und Leben. Okay, jetzt machen wir ein bisschen zu sehr auf Special Forces. Aus dem Wasser raus. In Deutschland. So, das safen wir natürlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt die letzte Mission ist. Ja, die ist natürlich auch ein bisschen heftiger, die Waffe. Was ist denn das? Ist das eine Explosiv-Pumpgun oder was soll das sein? Kommen wir hier rein? Dann müssen wir da hinten auf den Schalter schießen? Ja, natürlich. So, das sind auch wieder so Sachen, das mussten wir noch nie machen. Viele wären jetzt gar nicht drauf gekommen, die hätten einfach gesagt, nee, da muss man nicht raufschießen, da muss man irgendwie rumgehen und dann darauf klicken.
Und hätten sich hier... Hätten sich jetzt hier den Arsch abgesucht und nichts gefunden. Es ist immer so ein bisschen doof, ne? Dass auf einmal dann Sachen, wie gesagt, auftauchen, die man nie zuvor machen musste. Okay, die Leute haben jetzt aber hier anscheinend ein bisschen dickere Rüstung. Und alle haben sie, glaube ich, ein MG, ne? Das heißt, unsere Waffe ist gleich leer, nehmen wir das MG einfach gleich wieder. Obwohl der hatte die Waffe von uns. Komm, noch ein paar Bleikugeln rein in dich. Was stand da eben? Ich hab's nicht gelesen. Da können wir auf jeden Fall durch. Und oben ist einer. Alles klar, die Jungs halten ein bisschen mehr aus. Nehmen wir mal die Desert. Hallo? Okay, ist auch locked. Hey, mein Freund. Okay, die zieht uns auch was ab. Ich weiß immer noch nicht, was das für eine Waffe sein soll. Sieht eigentlich aus wie so eine Jackhammer-Pumpgun, aber die schießt ganz sicherlich nicht so wie ich. Ach, jetzt kommen hier auch wieder die Raketenleute. Und das scheint die auch nicht zu stören, die Waffe. Alles klar, nehmen wir das MG. Hey, mein Freund, was soll das denn? Sowas macht man doch nicht. Von hinten kommen hier. Sowas geht nicht, mein Freund. So. Safen das Ganze natürlich wieder. So, einfach auf Kopf zielen die ganze Zeit. Und schon hat der Junge nichts mehr zu lachen. Als wenn auch immer 100.000 Leute kommen würden. An jeder Ecke irgendwelche Leute. Nächster Raum, wieder neue Leute. Nächster Raum, wieder neue Leute. Das kann mir doch keiner erzählen. Hä? Ah, okay. Mein Freund, aufpassen, da sind Fässer. Natürlich. Hier kann man nicht durchwetten. Natürlich nicht. Ist hier noch irgendwas, was man hier nehmen kann? So. Ach, hier kann man runter. Ach, die können doch alle nichts. So tun. Ja, mach du mal wieder eine Rolle. Bringt jetzt auch keinen weiter. So, das schießen wir einfach hier mal kaputt. So, Raketen nehmen wir einfach mal mit, auch wenn wir keinen Raketenwerfer haben. Okay, da oben stehen sie natürlich jetzt auf der Burg drauf. Wir sind jetzt hier wahrscheinlich auch schon bei Robin Hood oder so. Keine Ahnung. Er hat einfach mal eine Granate geworfen. Ah ja. Echt, jetzt fallen da die Leute schon von oben runter. So, den haben wir. Man sieht leider nichts, ne, wenn die Raketen gegen einen fliegen. Damn, gotta find another way in. Alles klar, suchen wir einen anderen Weg. Es kann doch nur irgendein klasse Weg sein.